Hallöchen, willkommen zurück zu XCOM 2, War of the Chosen. Wir müssen den Hinterhalt aushalten. Notfall-Evakuierung. Drei Leute gut ausgerüstet. Aber das kann immer in die Binsen gehen. Das letzte Mal haben wir auch echte Probleme gehabt. Richtig harte Probleme. Aber ich glaube, mit einem Field Medic und zwei Leuten, die ordentlich Bums haben, könnte das schon in Ordnung sein. Aber wir müssen das unbedingt hinbekommen. Das ist nämlich für Hunt the Chosen, für die Chain. Wir dürfen uns nicht erlauben, wir können uns nicht erlauben, dass wir da daneben greifen. Mein Hund kommt zur Unterstützung. Wie schaut's aus, Hundi Warts? Was glaubst du? Kriegen wir den Hinterhalt hin oder nicht? Hinterhalt? Hinterhalt, ja. Wedelt mit dem Schwanz, das zähle ich als. Alle werden sterben. Danke für die Zuversicht, Hund. Ach, auch noch in so einem Bunker hier unten. Oh. Sie haben keine Zeit mehr. Verlassen Sie die Deckung und begeben Sie sich so schnell wie möglich zum Evakuierungspunkt. Ja, mein Hund hat sich auch gerade so schnell wie möglich zum Evakuierungspunkt begeben. Okay, die Map kennen wir ja. Hoffentlich lohnt sich das. Okay, wir sehen schon mal was. Was triggern wir? Ein anderer... Oh, du Scheiße. Nicht schon wieder die Kackvögel. Nicht schon wieder die... Okay, du hast die Blue Screens, das ist schon mal gut. Ah, das Problem ist, die sind immun gegen Feuer, egal in welcher Form, ne? Ja. Wenn ich jetzt den hier mache, 49% ist nix. Ich muss eigentlich mit dem Rocket Launcher hier rein. Feuere Rakete! Ja, getroffen, immerhin. Dann nimmst du mal hier Burst Fire, oder? Wollen wir. Das Imitationsgerät ist noch zu früh. Die Rauchgranate. Auch noch zu 38. Schön. Alles daneben gesetzt. Gleich beim ersten solche Probleme. Gleich beim ersten solche Probleme. Wahrscheinlich krieg ich das richtig aufs Maul jetzt. Er bewegt sich nicht. Oh, wie gut. Doch nicht aufs Maul gekriegt. Ja. Verstärkung nähert sich. Ihr Team ist aufgeflogen. Wir registrieren Advent-Truppen, die sich ihrer Position nähern. Das ist alles andere als geil. Falls das nicht klar war. Ich pack dich jetzt mal hier rüber. Bisschen Schutz für hier. Du siehst du mich? Mahlzeit auch, ne? Was ist da drüben? Aber du siehst ihn jetzt, ja?
Du schredderst immer noch nicht. Sehe ich das richtig? Ja! Ja, gut. Voy a por ti. Affirmativo. Das ist alles andere als gut. Ah, das kriege ich nicht hin, wenn ich den da mache. Was? Was ist denn da schon wieder los, ey? Was zum verfickten Scheiß? Ey, das gibt's doch nicht, oder? Das gibt es doch nicht, dass wir da schon wieder die ganze Scheiße da verdüddeln. Mann! Zum Abkotzen. Aber sowas von! Ich hab keinen Bock, schon wieder hier irgendwas von vorne anfangen zu müssen. Oh, was ist das denn für ein Abfuck? Mann, ey! Vielleicht treffen wir auch irgendwann mal. Hat er eigentlich schlau gemacht, sich hier in den Nebel zu stellen? Das war auch gar nicht mal so dumm mit Relentless, ne? Nee, da geht nochmal irgendwas daneben. Moment. Erstmal den Schuss. Den Flammenwerfer zu nutzen. Okay. Nicht schlecht. Das hätte alles echt scheiße ausgehen können. Aber so richtig. So, ich lasse jetzt erstmal alle reloaden. Oh. Nur noch die andere mit uns als Gegner. Okay, bin unterwegs. In den. Na, wie heißt's? A la orden. In den Hinterhalten. Tired of waiting around. Scanning. Scanne Gebiet. Und ja, das ist zwar langsam jetzt wieder, aber. Anders geht's gerade nicht. Seid froh, dass ich hier nicht Run and Gun Abklingzeiten durch Warten reduziere. Ist es auch sicher? Espero que valga la pena. Ich weiß nicht, was der da gesagt hat, aber ich glaube, ich habe ein falsches Wort verstanden. So, gehen wir mit Sugarplum zuerst los jetzt. Weil sie einfach am weitesten hinten ist. Finally. Na, immer noch nichts getriggert.
Alright. ¿Qué hay ahí? Jetzt aber. Tengo a la vista una posición de Advent. Ein Schildträger, okay. Dann schneiden wir doch mal durch die Rüstung durch. Noch was getriggert? Ahí tienes. Nee. Gut. Wäre jetzt aber auch nicht so schlimm gewesen. Let's do this. Alles klar. Also das sind so immer die stressigsten Missionen überhaupt, finde ich. Das ist nicht gut, dass da oben was runtergebröckelt ist. Mala idea. Move. Oh, sheesh. Ich dachte ich schon, hier wieder irgendwas getriggert. Bestätigt. Überwachung läuft. So, wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Andromedon gesehen. Und einen schweren Mech. Oh, schön, dass wir da wenigstens mit Overwatch den einen holen. Ja, zwei 50-50s, keiner trifft. Ziel verfehlt. Ich sehe Enemigo Sieg im Pie. Wer kennt's denn nicht? Jetzt ist es 84 oder wie? Wow. Ich bewege mich definitiv nicht. Ich möchte nicht jetzt noch den Andromedon triggern. Okay, einen habe ich erwischt. Ich deswegen. Overwatch. Machen wir den. Der Andromedon kommt auf uns zu? Ja. Sieht uns auch. Das ist gar nicht mal schlecht, dass der jetzt so hier hinkommt. Machen wir da schon mal die Rüstung weg. Ich hoffe, ich triggere nichts. Warum macht er so wenig Schaden? Was zum Henker ist denn heute los? Das ist doch nicht mehr. Das ist nicht mehr lustig. Das ist nicht mehr lustig und auch nicht mehr vertretbar und nicht nachvollziehbar. Gar nichts ist das. Okay, triggern wir das Relentless. Ruthless? Was? Maya cosa. Moment, ich hab beides nochmal. Nice. Vale, tengo uno. Also Papa. Der nächste Dooley angerannt. Mein Gott. Aber muss schon sagen, Blue Screens war eine sehr gute Idee. Sie wollen uns flankieren. Hoffentlich lohnt sich das. Okay, noch was getriggert. Das heißt, ich muss den Mutant auf jeden Fall abfackeln. Der holt sich Full Cover hier. Ja, er ist nicht dumm. Er ist nicht dumm. Das könnte etwas brennen. Oh ja, schieß auf deinen Kollegen, wenn du schon in Panik bist.
Triff ihn gefälligst. Ah ja, 0% ist nicht so viel, ne? Null bis zwei. Okay, bin unterwegs. Ich glaube, ich gehe mal außerhalb der Sichtlinien von denen. Affirmativo, cubriendo. Einfach. Okay, du siehst nur den Muton, das ist okay. Einfach damit der Andromedon kein Ziel hat. So, Feuer. Kommt das nächste Runde, oder wie? Ich hoffe, dass der Muton zwei Bewegungen genommen hat. Das wäre perfekt. Ja, okay. Nice. Wie kriege ich den jetzt am besten raus? Ist das auch sicher? Zwei Rüstungen, ja. Keine Verteidigung mehr, okay. Mit Crit würde sie 3 Schaden extra machen. Komm, Kritte, Kritte, Kritte. Kritte! Ja! Oh, und Bonusaktion mit dem Stecher. Und dann schieß nochmal auf ihn drauf. Dann kann ich mit dir schnetzeln. Und schießen. Dann ist der Dulli da drüben auch hundertprozentig weg. Nice. Bonusaktion, hey. Rock'n'Roll! Espero que valga la pena. Felsen und Rolle. Feuerschutz, poniéndome en guardia. Vale, iré. Okay, noch nichts getriggert. Hoffentlich lohnt sich. Auch nichts getriggert, Schnieke, dann kann ich hier reloaden. Ich weiß, dass du nicht mehr warten willst, aber wir müssen langsam vorgehen. Verdammte Axt. Und das nächste, was getriggert wird. Komm, spreng ihn direkt. Wow, ein 70er getroffen. Diese Rüstung ist hier. Okay. Zweite Overwatch wird nicht getriggert. Here I come. Okay, bin unterwegs. Ja, reicht. Oh, sogar getroffen. Ahí tienes. Got it covered. Mir entgeht nichts. Ich bin immer noch vorsichtig. Finally. Está despejado? Papa hat schon eine richtig krasse Reichweite. Ah, nichts mehr getriggert. Let's move already. Na los, zeigt euch. Was ist da drüben?
Ja, was ist da drüben? Ein Muton, okay. Ein Muton in Full Cover, wie das aussieht, ja? Flammenwerfer aktiviert! Ein gegrillter Muton, da bringt er das Cover auch nicht mehr. Sheesh, das dachte ich schon, was ist denn jetzt hier los? Das halten Sie nicht lange aus! Das hält er nicht lange aus, richtig. Ja, das ist schon gut, dass du einmal kostenlos rumflammen kannst. Ja, boy. Steppen auf! 13 Feinde getötet. Bin unterwegs. Voy a ello. Nice. Hacking it in. Ja, die waren gut ausgerüstet. Aber, oh. Alle Mitglieder von Wraith 1 wurden erfolgreich evakuiert. Sugarplum, ein Kill, 43 Damage verursacht. Oida. Papa, 3 Kills, 47 Damage. Peter, 9 Kills, 122 Damage. Ja, moin. Ja, moin auch. Na ja, gut, ich meine, bei jedem Andromedon-Anzug 12 bis 14 Schaden, ne? Ja, gut, hey. Dann mit dem Messer rein und dann noch schießen, sind 2 Kills. Ah, hat er sich verdient. Hat er sich verdient. Krass ist es trotzdem. Gott sei Dank können wir die Chain weitermachen. Hatte schon Schiss. Ich hätte nicht gewusst, was ich machen würde, wenn wir da schon wieder einen Fehlschlag erlitten hätten. Jetzt machen wir noch Mission 4. Das müsste einfach nur 3 Soldaten irgendwo hinschicken sein wieder. Nee, halt, irgendwas infiltrieren. Wir sollten die Bar auffüllen. Na, schauen wir mal. Gucken wir mal. Gegen die Ältesten sind wir immer müde. Wir haben auf unserem letzten versteckten Einsatz neue Informationen über die Außerwelten gewonnen. Jupp. Die Scharmützler respektieren Sie, Commander. Ihre Leute kämpfen ehrenvoll. Doppelagent, neue Fraktionsbefehle. Alle Scharmützler, die von den Fesseln der... Im Einsatz besteht die Chance, dass sich eine Advent-Einheit dem XCOM-Trupp anschließt. Geil. Das ist schon auch cool. Das ist neu. Aber was ist denn hier mit der nächsten... Mit der nächsten Runde für den Chosen und so. Doppelinfiltration, what the hell? Okay. Kanonen. Noch mehr Verbesserungsplätze? Ja. Wer könnte von Gesundheit profitieren? Ach ja, wir haben hier unten irgendeinen, der hatte nur 5 Life, ne? Dann kommt da Arne mit. Und ein Wissenschaftler verfügbar hier. Das erhöht die Infiltrationsgedöns. Warte mal, die Strahlenkanone macht 4 Stunden drauf. Die Sachen machen gar nichts mehr. Wie viel macht denn die Strahlenkanone? 9 bis 11. Okay, nice. Statt 8 bis 10. Ja, komm, gehst du so. Passt. 11 Tage unterwegs. Viel Spaß. Wir arbeiten Hand in Hand mit unserem neuen Verbündeten.
Muss ich das hier machen? Ich weiß nicht, wofür ist das denn? Gut, dann infiltrieren wir hier halt auch. Okay. Field Medic. Machen wir so. Field Medic und seine Begleitung. Sparky, Sparky, Spark. Dann noch was mit Bums. Ja, mal Bella hier mit. Ich möchte den Luigi gerne wieder auf eine Mission mitnehmen. Combat Engineer, ja, dann nehme ich mal Blunt. Und Marine. Ja komm, nehmen wir die Brüder mit. So. Dann rüsten wir das mal aus. Oh, doch, kann sich sehen lassen. Für die Infiltration Mission kriegst du mal das Ding nicht mit. Den Blaster Gauntlet auch nicht. Ich glaube, ich werde ihm nicht mal die krasse Rüstung mitgeben. Sorry, du bist zurückgestuft. Nicht ganz so shiny. Aber das wirst du schon überleben. Schade, dass die Predator-Armor weit unten mittlerweile. Ich geb dir mal hier ein Magnetgewehr. Macht zwar weniger Schaden, aber hat mehr Ausrüstung drauf. Ist klar, was da reinkommt. So, du bekommst einen Exolierten. Mhm. Ups. Das ist nicht das, was du haben solltest. Shorty, ja, nimmst du mit. Bluescreens kriegst du jetzt auch. Ich muss neue Bluescreens herstellen. Okay, passt das so? Ja, wobei. Ja, das geht schon. Ja, hier müssen wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Ich dachte, die wäre angezogen, aber nö. Du bekommst auch mal eher ein Kaliber 15. Das interessiert mich jetzt aber. Wirst du noch nackig? Moment, schauen wir mal kurz. Das hier ist die Kevlar-Rüstung. Das ist die Predator. So, wird's noch weniger? Nö. Hat sie sich entschieden, doch ein bisschen Rüstung anzulegen. Okay. Ah, dann infiltriert mal bitte hier. Der Befehl ist eindeutig und wir werden ihn ausführen. Dann gehe ich auch mal ganz kurz hier in die Technikabteilung. Was kann ich für Sie tun, Commander? Ich brauche... Scheiße. Doch hier. Okay, ich kann die einfach so herstellen. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss die eine Zeit lang laufen lassen im Testbereich. Schwein gehabt. Ach, das ist eine Assault Mission hier. A Hunt the Chosen, okay. Wie lange ist das bereit eigentlich?
Geht das nicht? Wir machen das lieber gleich, bevor ich das wieder verdüddel. Kurs auf den mexikanischen Regionaltrakt. Machen wir doch lieber jetzt sofort. Nicht, dass das dann wieder irgendwie weg ist, so wie die UFO-Mission oder die anderen zwei Dark-Event-Teile. Grauenhaft. Okay. Field Medic am Start. Squeak am Start. Luigi. Mit wem bist du? Mit Max. Gucken, ob wir den Max dann hier auch mitnehmen können. Doch, hier Österreich-Flagge passt. Bei Max gucke ich immer nach der Österreich-Flagge. So, was brauchen wir noch? Ein Combat Engineer. Doch, ein Combat Engineer wäre nicht schlecht. Und ein Assault Infantry. Dann nehme ich Pharao mit. Und Jacques. Dann benutzen wir das Ding hier gleich mal. Strahlenkanone. Ja, er wird richtig ausgerüstet. Wir haben nur eine Bewacherrüstung an. Jedes Mal, ne? Das hier ist die Pelleterrüstung, mein Gott. Ich gebe dir aber die Blue Screens. Dann stelle ich mir noch was anderes her. Weißt du was? Du kriegst auch Blue Screens. Wir haben kein Gauss-Gewehr zur Verfügung. Das ist ungünstig. Kann ich mir denn noch eins herstellen? Habe ich genug? Oh nee. Ja, Max, dann. Sorry. Nehme ich doch jemand anderes mit, da wo die Waffe durchschlagskräftiger ist. Nehmen wir den Templer. Dann kriegst du die Servo-Rüstung. Sieht ein bisschen ramponiert aus, oder? Auf jeden Fall dann die Himmelshandschuhe. 7 bis 8. Ich packe jetzt jeden erstmal die Schose rein. Okay, Squeak. Ja, hat den Schlangenkopf behalten. Wieso kannst du das neue Ding nicht benutzen? Neues Ding meine ich den krassen Schlangenanzug. Okay. Wir haben eine krasse Rüstung. Sollten wir eventuell einen von euch beiden geben? Und da du weniger Life hast, kriegst du die. Uhuhu. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. So, was packen wir auf die Strahlenkanone drauf? Wir brauchen eigentlich mehr Munition drin. Wir haben nichts für Munition. Mache ich erstmal nur den Automatiklader rein. So, du bekommst Arashi und Katana. Plasmagewehr für dich. Da ist auch noch ein Platz frei. Ja, nimm auch mal den Automatiklader. Das ist eigentlich relativ gut, wenn auch mal die Waffen deaktiviert werden in solche Spielereien. So, viel Schussschaden. Bonusaktion.
dreimal nachladen, ja. Reicht eigentlich auch. Und bei dir. Squee kriegt Zielsicherheit. Und sofort gehen. Okay. Haben wir dann hier alles so ausgerüstet, wie wir es hätten? Oder wie wir es haben wollen würden? Sieht gut aus. Okay. Bluescreens? Ja. Doppel-Bluescreen. Bom-bom. Du stehst recht weit vorne. Du bekommst... Da. Hattest du das mit den Rauchbomben? Ich glaube schon, oder? Ja. Ich muss jedes Mal neu gucken. Irgendwas habe ich da gerade nochmal gesehen, was ich noch mitnehmen könnte. Ach ja, stimmt. Die Säurebombe. Die schmeiße ich jetzt mal hier rein. Wir haben echt wenig Zeug, was wir da mitnehmen können. Okay. So machen wir das. Und zwar nächste Folge. Macht's gut, bis dann und ciao.